sanitärlernen.ch Marcel Item und du interessierst dich dafür, wie stellen wir in der Physik sinnvoll und ein bisschen analytisch, sage ich jetzt mal, eine Aufgabe dar, damit wir das einerseits nachvollziehen, aber natürlich auch exakt berechnen können. Es gibt ja die sogenannte Gesucht-Gegeben-Darstellung und die möchten wir mal kurz miteinander anschauen. Das Wichtigste bei einer Aufgabe ist immer, was müssen wir eigentlich berechnen. Also was will die Aufgabe von mir, was ist gesucht, was ist das Ziel, welche Lösung möchten wir, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man weiß, was man tun muss. Dann kommt der zweite Teil, nämlich, ja, was gibt mir die entsprechende Aufgabe, also sprich, welche Anhaltspunkte, welche gemessenen Werte sind vorhanden, um die Lösung später zu berechnen. Dann müssen wir wissen, welche Formel können wir jetzt nehmen. Und das wiederum resultiert in der Regel aus den ersten zwei Punkten, denn wenn wir wissen, was wir berechnen müssen, können wir eine entsprechende Formel suchen. Und wenn wir auch wissen, was uns die Aufgabe alles gibt, dann können wir sehen, oh, passt das in die Formel, kommen wir so zum Ziel. Wenn wir nun die Formel haben, dann füllen wir in der Regel Zahlen ein, das ist dann die sogenannte Zahlengleichung. Also jetzt wissen wir einfach theoretisch aufgrund der Formel, wie wir zum Ziel kommen. Jetzt füllen wir hier noch die Zahlen aus, welche wir in gegeben gesammelt haben, und entsprechend kommen wir dann am Schluss zur Lösung in der Zahlengleichung und auch entsprechend zum Antwortsatz. Physikalische Aufgaben sind nämlich in der Regel also auch irgendwelche natürlichen Gegebenheiten oder respektive Problemstellungen, die wir lösen. Das geschieht in der Regel, die Formulierung ist in der Regel mit einem Satz oder mehreren Sätzen ist die Aufgabe gestellt, und entsprechend müssen wir auch in der Lösung dann wieder einen Satz formulieren, um diese Fragestellung zu berechnen. Das sieht jetzt im ersten Moment etwas theoretisch aus, aber wir gucken das mal miteinander an, wie wir das mit einer konkreten Aufgabe lösen könnten. Also, wir gehen mal hin und sagen uns, okay, in dieser Aufgabe, und ich habe jetzt bewusst eine einfache Aufgabe gewählt, die Sie vielleicht schon aus der Oberstufe kennen. Wir müssen hier nämlich die Fläche dieses Rechtecks berechnen. Und gegeben sind die eine Seite mit 6 Dezimeter, die andere mit 45 Dezimeter, und das Ziel ist jetzt natürlich, dass wir wissen, ja, welche Fläche steckt jetzt dahinter. Nun, das Ganze machen wir jetzt eben mit der uns vorhin eben gerade aufnotierten Darstellungsweise. Das heißt, zuerst gehen wir mal hin und notieren für uns, ja, was müssen wir denn berechnen? In unserem Fall ist das eben die Fläche. Die Fläche hat den Buchstaben A, also das Formelzeichen für die quadratische Fläche oder die runde Fläche oder welche Fläche auch immer, ist das A. Und das suchen wir, und die Einheit notieren wir auch gleich hin. Wir hätten gerne Quadratdezimeter. Nun, jetzt müssen wir uns überlegen, ja gut, jetzt im Gegeben, was gibt mir die Aufgabe? Die Aufgabe gibt mir einerseits mal die Seite A an, die ist hier gegeben, und diese Seite A beträgt jetzt in diesem Falle 6 Dezimeter. Dann gibt mir die Aufgabe auch die Seite B an, die ist ebenfalls gegeben mit 45 cm. Wenn Sie dann so das immer wieder machen und ein bisschen wiederholen und die Routine dabei erhalten, werden Sie auch merken, es macht Sinn, wenn man hier gleich schon die korrekte Einheit umrechnet, dann haben Sie nämlich Dezimeter, Dezimeter, und Ihrem Ziel, dem Quadratdezimeter, steht dann auch nichts mehr im Wege. Das ist aber eine Übungssache, die kommt erst mit der Zeit. Nun, jetzt möchten wir gerne die Formel dazu haben, also jetzt schauen wir ins Formelbuch hinein und werden sehen, aha, die Formel für die Fläche, das wissen Sie vermutlich alle schon, die ist jetzt eben A mal B. Und jetzt können wir wieder schauen, bei gegeben, jawohl, Seite A, die haben wir, Haken dahinter, Seite B haben wir auch, Haken dahinter. Und jetzt können wir an sich in die Zahlengleichung hineingehen und sagen, okay, jetzt können wir Zahlen einfügen anstatt dieser Platzhalter hier und sehen dann 4,5 Dezimeter mal 6 Dezimeter gibt 27 Quadratdezimeter.
Und wie schon eingangs erwähnt, die Aufgabe ist jetzt an sich gelöst, aber als Resultat geben wir immer einen Antwortsatz aus. Entsprechend sieht das dann so aus hier. Die Fläche ist 27 Quadratdezimeter groß. So, das wäre es gewesen, ein bisschen zur Darstellung, gesucht, gegeben. Und jetzt sind Sie an der Reihe, üben, üben, üben und das ein bisschen verinnerlichen und dann kommt's gut.